Ich zeige dir heute 9 Fehler, die du beim EQ-Einstellen machen kannst, und wir starten genau jetzt. Der Equalizer ist eines deiner wichtigsten Mixing-Werkzeuge, und wenn du deinen Mix mit EQ und Kompression richtig bearbeitest, hast du oft schon die halbe Miete. Die EQ-Technik, bei der meines Erachtens am meisten Fehler gemacht werden, zeige ich dir ganz am Schluss, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich habe viele Fehler, die ich dir jetzt hier zeige, jahrelang selber gemacht, und damit dir das nicht passiert, fangen wir jetzt gleich an mit Tipp Nummer 1. Und das ist, benutze nicht ausschließlich parametrische Equalizer. Ein parametrischer Equalizer sieht so aus, und meistens ist noch ein Analyzer dabei. Das heißt, es wird dir visuell dargestellt, was du hier bearbeitest. Ich kann also hier irgendwelche Sachen einzeichnen, und dieser Analyzer zeigt mir dann meistens auch noch visuell dargestellt, wie die Frequenzen hier tanzen, wo hohe Frequenzen sind. Und jetzt könnte ich hier anfangen, mit dem Equalizer zu arbeiten. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr visuelle Angelegenheit. Und da läufst du schnell Gefahr, dass du einfach zu viel mit den Augen arbeitest und nicht mit den Ohren. Und deswegen empfehle ich dir den Schritt, der mir sehr geholfen hat, und der ist auch grafische Equalizer oder einfach so Vintage Equalizer hier zu verwenden. Zum Beispiel der hier, der hat im Prinzip nur 4 Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann hier einen Low-Cut aktivieren, ich habe hier 2 Shelving-Filter und einen Bell-Filter, wo ich Frequenzen anheben kann, aber ich sehe die Frequenzkurve nicht, und das zwingt mich, mich ausschließlich auf meine Ohren zu verlassen. Bei dem grafischen Equalizer ist es so ähnlich. Du kannst hier auch Einstellungen vornehmen, du weißt zumindest noch, welche Frequenz du bearbeitest, aber wie genau jetzt die Kurve hier aussieht, die Frequenzkurve von diesem EQ, das kannst du nicht sehen, und somit bist du gezwungen, dich auf deine Ohren zu verlassen, und deswegen ist es sehr, sehr gut, nicht nur mit parametrischen Equalizern zu arbeiten, sondern einfach auch Vintage Equalizer oder grafische Equalizer zu benutzen. Und damit kommen wir zu Fehler Nummer 2, den ich sehr, sehr lange und sehr, sehr oft gemacht habe, und das ist die Lead Vocals zu krass mit EQ zu bearbeiten. Also du hörst ja in vielen YouTube-Tutorials, okay, du musst hier einen Low-Cut setzen, du musst bei 400 Hertz musst du Frequenzen rausziehen, weil es mumpfig klingt, bei 3000 Hertz verstärkst du die Sprachverständlichkeit und ab 8000 Hertz kommt die R dazu und irgendwann klingt dein Lead-Vocal dann so. It's the question I ask of you. Okay, also ich habe dazu geneigt, einfach viel zu krasse Bearbeitungen bei den Lead-Vocals, viel zu krasse EQ-Bearbeitungen bei den Lead-Vocals zu machen, weil ich gedacht habe, ich muss hier unbedingt alles richtig machen. Mach das nicht, geh da einfach pragmatisch vor, such als erstes Frequenzen, die du rausziehen möchtest, dann welche, die gut klingen, die du anheben möchtest, und ab dafür. Fehler Nummer 4, du benutzt EQ, weil du denkst, du musst EQ benutzen. Auch das wird in vielen YouTube-Tutorials erklärt, du musst EQ benutzen, um deine Spuren zu formen, um den Gesang zu formen, um den Sound zu formen von dies und von diesem und jedem Instrument. Aber du musst nicht auf jedes Instrument EQ benutzen. Hören wir uns zum Beispiel mal diese Akustikgitarre hier an im Mix. Und Solo. Diese Akustikgitarre klingt einfach gut, weil sie gut aufgenommen worden ist. Und ich könnte jetzt natürlich hier versuchen, irgendwie die Gitarre noch zu verbessern. Ich könnte jetzt versuchen, hier einen Low-Cut zu machen. Ich könnte jetzt versuchen, hier anzuheben um 5000 Hertz, um was weiß ich was, die Präsenz anzuheben hier. Oder ich könnte noch versuchen, hier irgendwie Air dazu zu geben. Hier, und könnte mich hier dran verkünsteln, aber letztendlich ist es so, dass diese Gitarre im Mix einfach gut klingt und ich brauche hier gar nicht mehr dran rumzufummeln. Fehler Nummer 5, du ignorierst den Mixbass bei der EQ-Bearbeitung. Auch das ist meines Erachtens ein richtiger Fehler, insbesondere beim Anfang vom Mix, denn über den Mixbass kannst du wahnsinnig viel schon rausholen bei deinem Mix und kannst ihn besser machen. Ich schalte mal hier die ganzen anderen EQ-Bearbeitungen im Mixbass ab. Wir holen uns hier einen Linear Phase EQ. Und jetzt versuche ich den Mix zu verbessern, nur über den EQ, den ich hier in den Mixbass geladen habe. Also durch dieses Nadelöhr kommen alle Spuren durch. Und jetzt bearbeite ich alle Spuren, den kompletten Mix mit EQ. Und da kannst du einiges rausholen. Also du hörst,
Durch die Bearbeitung, durch die EQ-Bearbeitung im Mixbus kannst du einiges rausholen, kannst du sehr, sehr viel rausholen. Kleiner Tipp hier, arbeite hier nur mit sehr, sehr kleinen EQ-Bearbeitungen oder sei vorsichtig. Ich habe jetzt hier 1,3 dB, 1,4 dB abgesenkt, 1,5 dB angehoben, weil du musst immer bedenken, es betrifft praktisch alle Spuren, die hier im Mixbus sitzen. Aber du hörst, dass du durch diese Mixbus-EQ-Bearbeitung deinen Mix schon extrem formen kannst. Du kannst mehr Air geben, du kannst Mumpf rausziehen oder du kannst die Bässe ein bisschen anheben und so deinen Mix wesentlich besser machen. Übrigens, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Fehler Nummer 5, du machst die EQ-Bearbeitung zu viel im Solo-Modus. Am Anfang ist mir das sehr, sehr oft passiert. Du hast also deine Kickdrum. Die Kickdrum versuchst du jetzt zu bearbeiten, du versuchst sie zu formen, du sitzt irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten sitzt du dran, versuchst sie zu formen und irgendwann nach einer halben Stunde hast du dann die perfekte Kick, die sich perfekt anhört, okay? Dann gehst du in den Solo-Mode bei der Snare Drum, du machst hier genau das gleiche, du formst deine Snare Drum, du versuchst irgendwie mehr Punch rauszuholen, du versuchst mehr Air rauszuholen, was auch immer. Dann schaltest du wieder auf Mute, gehst auf Solo bei deinem Bass und machst da genau das gleiche. Dann hast du Solo die bestklingende Bassdrum, die bestklingende Snare Drum und den bestklingenden Bass. Wenn du jetzt alle Spuren zusammen hochziehst, merkst du aber, dass nichts mehr zusammenpasst. Und das ist ein großes Problem. Deswegen mische und EQ, vor allem EQ, nicht zu viel in Solo. Das ist wirklich keine gute Idee. Und es gibt hier einen coolen Trick, den du machen kannst, falls du dich nicht wohlfühlst, ein Instrument im Gesamtmix, wenn der Gesamtmix läuft, mit EQ zu bearbeiten. Und das ist, indem du diese Spur dann einfach 3-4 dB lauter machst, dann hörst du sie besser. Ich gehe nochmal hier auf die Gitarre, wir lassen das hier jetzt laufen und ich versuche jetzt eine EQ-Bearbeitung zu machen und lass den Mix trotzdem laufen und mache aber diese Spur einfach ein bisschen lauter, dann höre ich sie besser, wenn ich sie bearbeite. Ich habe jetzt diese Spur, diese Akustikgitarrenspur lauter gemacht. Das heißt, ich kann sie sehr, sehr gut hören, aber ich höre trotzdem noch, weil der Gesamtmix mitläuft, was passiert und wie sich meine Frequenzbearbeitung von der Akustikgitarre auf den Gesamtmix oder auf Instrumente, die im Umfeld der Akustikgitarre wichtig sind, aufwirkt. Und deswegen ist es viel besser, das zu bearbeitende Instrument einfach ein bisschen lauter zu machen, als es in Solo mit EQ zu bearbeiten. Und damit kommen wir schon zum nächsten Fehler. Und der ist Angst vor extremer EQ-Bearbeitung. Also in vielen Tutorials hörst du ja oder siehst du, dass die Leute raten, hey, mach nur moderate EQ-Bearbeitungen, also heb nicht mehr an als 3-4 dB oder senk eine Frequenz nicht weiter ab als 5-6 dB, weil ansonsten verformst du den Sound total und es klingt nicht mehr gut. Das ist zunächst mal so nicht ganz falsch, weil extreme EQ-Bearbeitungen können den Sound schon sehr verformen. Allerdings kann es teilweise wirklich nötig sein, dass du eine Spur um 15 dB anhebst in einer bestimmten Frequenz und sie dann besser klingen. Ist das zum Beispiel mal passiert bei einer Orgel oder bei einem Piano, passiert mir das öfter, gerade bei virtuellen Instrumenten. Die haben sehr, sehr wenig Air oder sehr, sehr wenig Präsenz oftmals und dann hebe ich auch schon mal eine Frequenz um 14, 15 dB an und es klingt einfach besser. Also hab keine Angst davor, sondern probier es aus und wenn es dann gut klingt, wenn es besser klingt, dann ist es auch gut und deine EQ-Entscheidung war richtig. Fehler Nummer 8, du machst eine Wissenschaft aus deinen EQ-Bearbeitungen. Auch das ist nicht gut. Wenn du einen EQ bearbeiten willst, wenn du eine Spur mit EQ bearbeiten willst, solltest du immer eine Intention haben. Das heißt, du hörst, die Gitarre klingt irgendwie mumpfig oder die Gitarre kommt nicht sauber oder ein Gesang kommt nicht sauber durch den Mix, dann hab eine Intention zunächst mal. Das heißt, ich muss der Stimme mehr Präsenz geben, also probierst du vielleicht um die 3000 Hertz anzuheben. Dann hörst du, die Lead Vocals klingen um die 400-500 Hertz ein bisschen mumpfig. Das gefällt dir nicht, dann senk das ab. Dann hörst du noch, okay, du hörst Trittschallgeräusche oder Atmen oder Schmatzer von dem Sänger, dann setz ein Low-Cut bei 100, 120 Euro, wollte ich schon sagen, 100, 120 Hertz, irgendwo, wo es gut passt. Und wenn du dann merkst, okay, die Intention, die ich hatte, ich wollte die Stimme präsenter machen, ich wollte was von dem Mumpf rausnehmen und ich wollte keine Trittschallgeräusche mehr hören, wenn du das mit der EQ-Bearbeitung erreicht hast, dann mach weiter. Aber mach nicht ewig rum. Es bringt dir nichts,
irgendwie an drei, ob du jetzt 3500 Hertz anhebst oder 3520 Hertz anhebst. Sowas kann vielleicht für absolute Profis in einem absoluten Top nix spannend sein. Aber gerade wenn du jetzt Songwriter bist oder Musiker oder einfach am Anfang bist und möchtest deinen Mix gut abmischen, dann mach keine eine Stunde langen EQ-Bearbeitungen an einer Spur, sondern hab die Intention, bearbeite sie, wenn der Fehler beseitigt ist und es klingt so, wie du möchtest, dann mach weiter. Fehler Nummer 7. Du kaufst dir unendlich viele EQ-Plugins. Auch das hilft dir nicht weiter. Das gilt nicht nur für EQ, das gilt für alle Plugins. Du kaufst dir einen Equalizer von Waves, du kaufst dir oder zwei, du kaufst dir einen Equalizer von Native Instruments und was weiß ich noch was es alles gibt, von Puig, eine Emulation und versuchst jetzt mit diesen Equalizern irgendwie einen guten Sound hinzubekommen. Das Problem ist, du musst diese Equalizer kennenlernen, die haben alle unterschiedliche Kurven, wie sie die Frequenzen bearbeiten von der Einzelspur. Sie funktionieren alle anders, sie hören sich alle anders an. Und wenn du jetzt erst 5 Equalizer ausprobierst auf nur einer Spur, weißt du am Ende überhaupt nicht mehr, was gut und was schlecht war. Deswegen kauf dir nicht zu viele Equalizer-Plugins. Ich würde vorschlagen, du nimmst einen parametrischen für die chirurgischen Eingriffe, um Störfrequenzen zu entfernen und so weiter und nimmst dir einen vielleicht etwas hochwertigeren, um angenehm klingende Frequenzen anzuheben. Fehler Nummer 9 und das ist meines Erachtens der krasseste und das ist die Sweeping-Technik bei der Bearbeitung mit EQ. Diese Technik bekommst du in fast jedem YouTube-Tutorial oder Equalizer-Tutorial gezeigt und die ist zunächst mal nicht falsch. Ich zeige dir zunächst mal, was gemeint ist. Also die meisten sagen, wenn du jetzt hier zum Beispiel deine Lead-Vocals hast, ich mache mal hier einen neuen Equalizer auf, dann sollst du dir ein Frequenzband bei schmaler Filtergüte sehr hoch anheben, sollst durch das gesamte Frequenzspektrum der Stimme oder der Spur sweepen und sollst dann hören, welche Frequenzen schlecht klingen und die anschließend absenken. Das kann ich jetzt mal machen. Is there any chance for us to be lovers far apart? Und so weiter. Ich habe mir jetzt also gedacht, okay, hier bei um die 400 klingt sie mumpfig, hier bei 2 Kilohertz klingt sie spitz und hier bei 8K klingt sie zu extrem und deswegen möchte ich das absenken. Zunächst mal ist das jetzt nichts Falsches, durch ein Frequenzband zu sweepen oder mit einem Frequenzband durch so eine Spur durchzusweepen. Das ist nichts Falsches, das ist völlig okay und so nach schlechten Frequenzen zu suchen oder Frequenzen, die du nicht magst, zu suchen. Das Problem ist allerdings, wenn du jetzt bei so geringer Filtergüte so einen Frequenzbereich so extrem anhebst, was passiert, wirst du eine schlechte Frequenz finden? Du wirst immer eine schlechte Frequenz finden, weil du natürlich diese eine Frequenz mit dieser schmalen Filtergüte so extrem anhebst, dass es gar nicht mehr gut klingen kann. Ja, wir hören nochmal rein. Like the waves on the ocean, you swept away my heart. Is there any chance for us? Ja, natürlich hörst du jetzt hier, es klingt wie eine Gießkanne bei um die 400. Und natürlich hörst du jetzt hier, es klingt sehr spitz bei 2K. Aber jetzt mache ich es mal runter und hören wir mal jetzt rein. Like the waves on the ocean, you swept away my heart. Hört es sich jetzt noch dumpf an? Hört es sich jetzt noch spitz an hier bei 2000? Nein, weil ich es nicht angehoben habe. Deswegen, die Sweeping-Technik ist nicht falsch, du solltest sie richtig anwenden. Und deswegen mach es immer so, dass du zunächst mal die Augen schließt und mit deinen Ohren hörst, was stört mich? Was stört mich am Gesang und warum stört er mich? Und wenn er dich stört, dann kannst du sagen, okay, ich höre, dass die Stimme mumpfig klingt. Und dann weißt du, okay, dann gucke ich hier um 300, 400 Hertz, schaue ich jetzt mal nach und dann kann ich das absenken. Oder mich stört, dass die Stimme sehr, sehr spitz klingt. Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier um die 2000 Hertz oder weiter oben suchen. Also versuch erstmal mit deinen Ohren festzustellen, was stört dich genau. Und dann kannst du hier auch mal durchsweepen, das ist völlig okay, aber mach das nicht bei so einer Filtergüte hier, weil da wirst du immer irgendwas finden, was dich stört. Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn, sondern mach's ein bisschen breiter und einfach ein bisschen kleiner und schau dann, ob dir wirklich was auffällt und das am besten bei geschlossenen Augen. Wenn du dich für die Arbeit mit dem Equalizer interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch dieses Video. Da zeige ich dir 6 Problemfrequenzen, die du unbedingt kennen solltest, weil sie immer Ärger im Mix machen.
Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder über einen neuen Abonnenten und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial.